Mein Name ist Fabio Backes, Berater für die IG Pflanzenzucht in der Region Rheinland, Rheinland-Pfalz, Saarland und Südhessen. Heute möchte ich die neue Sorte Fuchs vorstellen. Fuchs ist der erste in Deutschland zugelassene bekannte Arbeiter. Er konnte im Bundessortenversuch mit seinen Top-Erträgen punkten. Die Sorte überzeugte des Weiteren mit einer frühen Reife, ausgeglichenen Resistenzen und einer Top-Fallzeitstabilität. Hier ist er mit Doppel-Plus eingestuft worden. Hinzu kommt eine gute Winterhärte sowie sichere Rohproteingehalte. Hier wurde vom BSA die Note 4 vergeben. Durch die Gelbrosteinstufung APS2 und die gute Fusarium-Toleranz passt er gut in Maisanbau-starke Regionen. Anzustreben ist ein früher bis mittlerer Saatzeitpunkt. Die Begrannung, die er mit sich bringt, bietet verschiedene Vorteile wie eine hohe Trockenstresstoleranz sowie ein Schutz vor Vogelfraß. Zusammenfassend kann man sagen, dass Fuchs eine bekannte Arbeitensorte ist, die früh ist, fallzeitstabil und ein hohes Ertragspotenzial birgt.